Servus. Servus. Willkommen zum neuen Video. Wir haben heute Georg sein Auto da. Georg, was ist dein Problem mit dem Auto? Ich habe Leistungsverlust. Das ist das Problem. Ich habe ein paar Sachen provisorisch mal durchgeschaut, aber nach dem Intro sage ich es euch. Ich erzähle mal kurz, was ich jetzt mal provisorisch mal gemacht habe. Und zwar, nach dem Alter kriegen halt die Fahrzeuge ein paar Wehwehchen, dass Kabel oder Isolierungen kaputt gehen. Dies ist nicht der Fall. Da war eigentlich nur das Kabel von N47 Ventil für die Schubumluftventil kaputt. Habe ich repariert, ist aber leider nicht besser geworden. Dann habe ich einfach nur die Luftmassmesser abgesteckt. Bei VW ist es sehr geil, weil wenn man die Luftmassenmesser absteckt, klar, es kommt ein Fehler. Aber das Motorsteuergerät nimmt Referenzwerte, zum Beispiel die Drehzahl. Und so errechnet es sich selber die Luftmasse. Steck abgesteckt, Leistung immer noch nicht da. Also Luftmassenmesser wird nicht kaputt sein. Was halt noch sein könnte, ist halt Undichtigkeit. Und das möchten wir mit euch mal durchgehen, wie wir jetzt mal vorangehen. Wir haben es auch noch nie gemacht. Das ist ein spezielles Gerät, aber das zeigen wir euch. Ich glaube, der Fehler liegt woanders da. Du hast zu wenig Zylinder. Und zwar habe ich das öfters gesehen, dass Leute Lecksuche mit Rauch betreiben. Und das habe ich mir jetzt auch gegönnt. Das ist nicht gesponsert, das ist selbst gekauft. Und zwar können wir hier alles einstellen. Den Druck kann man einstellen, den Rauch. Aber wir knallen hier Vollgas, damit wir auch richtig Druck haben auf die Leitung. Ja, Georg hat noch ein Spezialwerkzeug mitgebracht für schlechte Zeiten. Das ist das Beste. Ich kann jetzt leider nicht erklären, wie man das nennt, aber schau mal, also es ist schon, ne, also es ist schon, man kann es halt aufpumpen, ne? Ja, ja, machen wir so. Ich glaube, dem Silence würde sowas schon gefallen, ne? Das kann man halt aufpumpen und dann kann man das in diverse Öffnungen rein katapultieren, um etwas dicht zu machen, ne? Dann genau. Na, ist diverses Zubehör dabei. Alles dabei, ne? Öl war auch dabei, das habe ich eingefüllt, aber angeblich kann man Babyöl benutzen. Schauen wir mal, wenn es geht. Babyöl zum Einschmieren. Das sind noch verschiedene Verschlussstopfen. Eigentlich recht geil. Also eigentlich bist du sicher, dass es für Autos ist und nicht für was anderes? Ich weiß nicht, also das ist ein bisschen, naja, egal, okay. Also okay. Was machen wir jetzt? Also wir wollen jetzt sozusagen mit Dampf schauen. Mit Dampf und Luftdruck. Das erzeugt ja das Gerät selber auch den Luftdruck. Wir brauchen keinen Kompressor. Wir gehen eigentlich direkt nach dem Luftmassenmesser rein, um zu schauen, wo es vielleicht undicht ist. Was anderes kann jetzt nicht sein. Also zieht sozusagen die Luft eigentlich dann an, da wo es undicht wäre. Ja, und da kommt der Rauch raus. Sollte der Rauch rauskommen. Achso, ich dachte andersrum, dass wenn du es jetzt in den Motorraum reinhältst, dass er den Rauch dann da reinzieht, wo es undicht ist. Nee, nein. Achso, okay. Naja, das sehen wir auf jeden Fall gleich. Ja. Also installieren wir erstmal das Zeug hier alles, genau. Schrauben das zusammen, was wir brauchen. Abdeckung mal weg. Genau, dann können wir mal schauen. Aber das ist das Beste hier, das finde ich gut. Ja, das finde ich auch. Ich glaube, das hast du von der falschen Seite bestellt, weil ich glaube nicht, dass das da in dem Set meinst normalerweise du? Mit dabei war. Meinst du? Na gut. Sag ich dir nicht. Ja, bis jetzt mit dem TT bin ich recht zufrieden. Ich habe jetzt, halt, was sich der Patrick beschwert hat, wegen die Felgen, habe ich mir ein paar neue gegönnt. Achso, kannst du vielleicht noch mal kurz zeigen? Hier haben wir jetzt schöne Felgen wenigstens drauf. Passt jetzt auch zum Rest des Autos mit der Folierung. Schaut nicht mehr ganz so schlimm aus wie vorher. Kann man sich aber noch mal ein paar Bilder einblenden. So, also. Warte mal. Erstmal alles zerlegen. Was genau willst du jetzt ab? Also, wo genau willst du jetzt gucken, wo es undicht ist? Überall. Also, überall, wo er nachzieht. Ja, du gehst jetzt sozusagen. Ups. Ja. Du gehst jetzt sozusagen in den Luftfilterkasten rein. Genau. Also und wenn der Luft ansaugt, sieht man ja, wo dann logischerweise. Wie gesagt, das mal vorbereiten kurz. Rauskommt. Damit wir was sehen. So, schaut mal den Luftzufuhr ab. Und ich habe vor, hier reinzugehen. Und da können wir ja direkt Druck aufs ganze System von Anfang bis Ende bis zu Zylinderkopf. Ja. Und dann schauen wir halt, vielleicht sehen wir was. Es gibt halt typische Schwachstellen. Aber. So, brauchen wir jetzt das Gerät. Stelle ich mir mal kurz daher. Dann haben wir
Ach so, genau, das funktioniert mit 12 Volt, also direkt von der Batterie. Also kann man sozusagen unterwegs auch benutzen, wenn man auf der Autobahn steht und wir wissen, ob irgendwo was reinkommt. Genau. Könnte man es theoretisch auch von der Autobahn aus machen. Richtig. Ich stelle das mal kurz hier rüber, wo es gerade ist, damit es ein bisschen besser sieht. Kann das hier hinten anschließen, da, bitte schön. So. So, schau mal. Was hat sowas gekostet oder was kostet sowas? Ich habe jetzt ca. 300 Euro bezahlt, 250, okay. Right. Jetzt so, muss man noch den Schlauch anschließen. Aber wenn ich jetzt hinten anmache, geht es gleich los, oder was? Ja, ja. Achso, okay. Ja. Dann haben wir diesen Pömpel. Pömpel. Der geht ja so weit auf. So. Ja, ja, klar. Klar. Denk mal gerade, ne? Weil es eigentlich relativ klein ausschaut. Aber. Ja, gut. Du kannst Runddurchmesser von keine Ahnung was wie viel machen. Ist ja aus Gummi. Das gefällt mir wieder. Ich sag dir, Silence, der gefällt sowas. Der findet so Werkzeug gut. Wir brauchen das nicht einschmieren mit Silikonspray oder so, nee. Aber richtig fest. Richtig fest machen. Ja. Damit das Loch richtig schön dicht ist. Genau, richtig. So, das ist zum Beispiel der Eingang für den Rauch, so, habe ich gelernt. Und das kommt dann vorne raus sozusagen, ne? Wo ist da der Anschluss? Hinten. Hinten Gerät. Ach da, okay. Da steht es ja auch nochmal drauf, hin Smoke Outlet, also sprich Rauchausgang. Genau. Die Schraube. Ich muss damit man es festziehen. Ich wollte dieses Gerät immer. Also, früher hast du es ja mit Bremsenreiniger oder hast keine Ahnung was wie gemacht. Hm. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Okay. Ich weiß es nicht. Jetzt muss man es machen. Aber Flüssigkeit ist schon drin, oder? Flüssigkeit ist schon drin, ja. Okay. So, dann mach ich es einmal an, oder? Genau. Machen wir. Ah, jetzt ist grün, okay. Ist grün. Jetzt kann man nur Luft. So wie man sieht, der kann die Durchflussmenge in Liter anzeigen. Und hier haben wir sogar noch einen Meter. Der erzeugt Druck bis. Einbau sind wir 1,5. Ja, 1,5 Bar. Also, ist schon geil. Geil. Mhm. Und wenn wir jetzt den Knopf drücken, da steht ja Smoke. Sollte jetzt gleich rauchen. Denk dran, das ist keine Shisha. Nein. Man kann zum Beispiel die Luftmenge regulieren. Und sprich, man braucht jetzt auch keinen Motor laufen lassen, sondern durch den Druck. Genau. Wenn es irgendwo rauskommt, dann ist ja sowieso, ist ja klar, weil normalerweise ist ja das System dicht. Ne? So, jetzt wird es mehr, jetzt heizt es der Mann. Langsam kommt es raus, ne? Das sieht man jetzt hier vielleicht. So, jetzt heißt es. Anstecken, ich mache mal das Gerät hier rüber, damit, falls was rauskommt, dass man es auch sieht, weil wenn es jetzt da oben drauf steht. Stecken wir es da rein. Und dann schauen wir mal, wo Rauch rauskommt. Wie viel Druck haben wir jetzt gerade aufs System? Ja, 0 Bar. 0 Bar? Ja, da sind die Ventile vielleicht offen, weißt du? Okay. Da müsste vielleicht. Boah! Da kommt was raus. Da kommt was raus. Das ist ja durch die kubige Holzentlüftung. Ja. Aber man riecht schon was, ne? Ja, das ist das verbrannte. Irgendwo riecht es, aber ich sehe gar nichts. Vielleicht ist am Ladeluftkühler vorne. Schau mal, hier kommt was. Hier. Hier raucht's. Stimmt's? Sieht man das? Ja, ja. Hier. Hier. Die Drosselklappe. Sieht man das? Drosselklappe-Dichtung. Okay, also ich mach mal Kamera. Doch jetzt, wenn ich so die Lampe anmache, sieht man sogar noch besser. Ja. Ne, weil jetzt das Licht nur von der Seite kommt. Ja. Hier kommt Rauch raus. Das ist Drosselklappe. Weil hier ist nichts, ne? Hier sieht man alles dicht. Das ist von hier vorne. Ich sehe bloß noch die Injektoren jetzt hier. Schau mal her. An den Injektoren sehe ich halt Schmodder, weißt du, das Öl. Ja. Aber da raucht nichts, ne? Da raucht es nichts, ne? Aber ist schon ölig. Schau mal her, das ist voll ölig, aber hier raucht es am meisten. Mach mal die weg, dann sieht man es eigentlich. Jetzt ist es am besten so, ne? Wie es raucht. Raus raucht. Okay. Gut. Also ich würde mal sagen, wenn wir schon da dran sind, gell, und ich so die ganzen Dichtungen hier sehe, gell, machen wir eine komplette Ansaugbrücke raus. Sauber machen mal, Einspritzdüsen mal sauber machen. Die Einspritzdüsen sauber, neue Dichtungen rein.
Hier neue Dichtung. Jetzt raucht es richtig, ne? Jetzt ja. Ist ein bisschen. Ja. Hat es ein bisschen aufgeladen. Aber ist schon geil, gell? Wenn ich es jetzt hier abziehen müsste, dass ich jetzt auch auf das Salz ziehe. Ja. Die Shisha-Bar eröffnet. Ja, wie gesagt, ich besorg mal schon die Teile, gell? Eine Dichtung, die große für die Ansaugbrücke am Zylinderkopf, für die Einspitzdüsen. Ja. Das hätte ich gesagt. Woo, es smoked. Ja. Ja, wie gesagt, also haben wir Probleme mit der Dichtung. Ja, ist normal. Wie du schon gesagt hast, hast du ja gemerkt, dass irgendwie Leistungsverlust ist. Ja, für alle. Gut, dann würde ich sagen, besorgen wir ein paar Sachen, damit wir das reparieren können. Ja. Ja, dann gehe ich gleich zum Teilehändler. Ja, ich glaube, eins sagte, die hatte die Teile da. Immer. Jetzt vor. Immer. Ja. Gut. Okay. Boah, regnet jetzt draußen. So, ich habe jetzt die Teile. So, das ist die Dichtung für die Ansaugbrücke. Auch ein Teil, da wo die Drosselklappe ist. Und das die Dichtringe für die Einspitzdüsen. Die machen wir raus und tun es noch in Ultraschallbad rein. Wieder abbauen. Wie detailverliebt sie da noch waren, ne? Haben sie richtig das ist dazu gekauft, schön. Die ganzen Aludeckel da. Sag ja, schöne Schrauben drauf, ne? Ja. Leider bloß nur eine davon. Gut, also wie gesagt, was wir jetzt machen wollen, wir wollen die Ansaugbrücke abbauen. Ja. Die Einspitzdüsen rausnehmen. Ja. Aber erst müssen wir die Leiste abbauen, ne? Ja. Oder wo fangen wir an am besten? Das abstecken, Kraftstoffverbindung. Drosselklappe. Das ist unser Hauptproblem sozusagen, was jetzt die Undichtigkeit angeht. Wie viel PS hast du dann mehr? Volle Leistung. Oh, kommt sogar noch was raus. Ja. Ja, muss doch immer überlegen, das Auto hat fast 300.000 Kilometer drauf. Ja. Aber dafür noch volle Kompression noch. Bringt aber auch nichts, wenn du keine Leistung hast. Stimmt. So, die Spritleitung. Achtung, könnte spritzen. Oder. Oder willst du die Leiste dran lassen? Geht das? Nein, das geht, nicht. So nee, geht nicht. Nee, gell? Geht nicht, ne, aber da geht der Kabel durch. Ja. Muss mal raus, frieme. Oh, die ist schon. Schon fest? Ja, kurz, ja. Wir haben kurz. Machen wir anders da, machen wir ein bisschen locker. Warte. Ja, so. Jetzt ist er. Immer ein bisschen aufpassen, ne, weil die Schläuche sind so. An der Zeit werden die so komisch, so porös oder so. Und langsam abziehen, da ist immer noch ein bisschen Restdruck drauf. Nicht, dass ihr das in die Augen bekommt. Ja. Ich meine, das ist zwar nur Kraftstoff, aber ja, hier ist jetzt natürlich nichts rauskommen. Und immer drauf, wenn ihr sowas macht, ne? Blau ist Rücklauf und weiß ist Zulauf. Und Zulauf ist ja eigentlich logisch, weil hier ist das Rail, beziehungsweise der Druckspeicher, wo er dann verteilt wird auf die einzelnen Einspitzdüsen. Das heißt, wenn ihr es falsch rum draufsteckt, habt ihr keinen Sprit. Genau. Ist zwar im ersten Moment nicht schlimm, aber geht halt nicht mehr an, weil dann kein Kraftstoff ankommt. Ja. Aber kaputt gehen tut da jetzt nichts. Das ist halt einfach nur, dass kein Sprit reinkommt. Kaputt geht nichts. So. Die hier weg. Das ist für Brennkraftverstärker. Aber da hat schon jemand vorgearbeitet, gell? Da hat hier Schlauchschellen dran, alles Mögliche, weil die gehen auch kaputt. Die Kugelgehäuseentlüftung, alles. Achtung! Ja, da ist Druck. Ein bisschen Saft drauf. So. Ein bisschen Druck. Gut, den nehmen wir mal hoch, weil wenn man es nach oben hängt, dann kommt da nichts raus. Nee. Tun wir die mal hinten rein. Dass kein Kraftstoff jetzt permanent rausläuft. So. Dann haben wir hier diese Leiste. Plus die Stecker. Die Leiste hier weg. Alles nur geklippt wieder, gell? Ja, damit wir. Die Stecker kannst du jetzt noch nicht abmachen. Nee, noch nicht. Ich will jetzt an die Schrauben, wo die befestigt ist. Langsam ist altes Plastik und da habe ich jetzt die zwei Schrauben. Ich würde hier den Kabelbinder noch abmachen vorher, weil sonst reißt die Leiste ab. Weißt du, okay. Haben sie einfach nur hier so mal. Was hält der Kabelbinder? Nix, die Leiste haben sie halt damit verbunden mit dem Schlauch. Ich glaube nicht, dass sie das hält. Das schneidet gar nicht das Ding. Siehst du, das ist einfach nur hier an dem Wasserschlauch mit dran gemacht. Ja. Das ist nicht original. Nein. Das Problem ist, dass wenn wir das Kabelbinder hier nicht wegmachen, dann kann man da das Ding, das ist eh schon abgebrochen. So, ich habe einmal geschnitten, aber zweimal schon gebrochen. So, bevor wir jetzt da alles raus tun, würde ich mal sagen, du mal alles mit der Druckluft mal abpusten.
Wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Achso, deshalb haben sie das gemacht, weil das so. Weil der Schlauch hier so locker ist. Ja, siehst du, der ist so locker, den haben die auch dran, dran gemacht. Okay. Ich mach hier aber nochmal zu. Ja. Damit du Luft drüber gehst. So. Wie neu. Wie neu. Nur besser. So. Wieder ab. Gut. So. Jetzt müssen wir da auf die, was ist das, 6er, 5er? Das ist 5er. 5er Imbus. Und das ist dann die Leiste sozusagen für die Einspritzdüsen, weil die werden ja nur aufgesteckt und dann mit den Schrauben festgeschraubt. Und die Schrauben drücken das sozusagen in die Ansaugung. Ne? Genau. Aber die sind ja jetzt die Spritzung, ist ja kein Direkteinspritzer, sondern die sind ja vor, genau, vor den Ventilen wird noch eingespritzt. Es gibt ja Unterschiede. Und der hat kein AGR. Genau. Was natürlich sehr von Vorteil ist. Ich glaube, das sieht man dann später, dass alles blitzeblank ist. Und Direkteinspritzer wäre ja sozusagen, der würde direkt in die Kammer einspritzen. Genau. Da ist aber dann in zwischen die, meistens dann zwischen die Zylinder, die einspritzen. Ja. Was findest du jetzt daran besser oder gibt es eigentlich keine? Also gibt es eigentlich keine verbesserten Unterschiede, jetzt, ob jetzt direkt eingespritzt oder davor? Ja, Direkteinspritzer macht halt mehr Druck, vom Verbrauch halt weniger. Aber ich denke, dadurch, dass vorher eingespritzt wird, ist es vielleicht auch sauberer, ne? Weil halt dann durch das Benzin. Ja. So, das kann man eigentlich rausziehen. Genau. Da sieht man das jetzt, die sind nur aufgesteckt, da ist ja nichts weiter geschraubt. Nee. Müssen wir noch gucken, wegen dem Kabel. Wegen dem Kabel? Oder, ja, am besten schon, ne? Wenn man Leiste irgendwie rauskriegt, wäre nicht schlecht. Ich würde mal sagen. Weil ich meine, du kannst jetzt auch abstecken, jetzt hier die Stecker, ne? Genau. Ich glaube, am einfachsten erstmal. Da sieht man nämlich dann schon mal die Einspritzdüsen. Genau. So. Im Endeffekt könnte man es jetzt hier auch abmachen, weil es, glaube ich, ein bisschen gefummelt, oder? Oder willst du es hier drinnen ausbauen? Du hast ja jetzt hier diese Schutzklammer drin. Genau. Ja, die musst du jetzt hier sozusagen. Eigentlich so, schau mal. Du musst halt nur gucken, dass die Klammern halt sollten dann nicht fest, am besten nicht im Brenner, und das sind diese hier. Genau. Ja, am besten gleich weglegen. Warte, ich hole mal Magnetschale. Ja, damit, damit die nicht in die Brennkammer reinfallen. Das wäre halt ganz blöd, ne? Mal aufpassen beim Ausbau. Oder im Motorraum. Ist auch blöd. Ja, also lieber da als in der Brennkammer, weil in der Brennkammer das rauszufischen ist gar nicht so toll. Ihr habt 4 Stück. Einfach mal am besten die Hand drunter halten. Dann kann das auch nicht weg. Wobei ich die eigentlich angenehm finde. Es gibt schlimmere wie die, finde ich. Also es gibt schon welche, die sind so, aber so blöd. Siehst, aber du siehst jetzt von mal gleich, wenn ich die abhab. Der letzte ist ein bisschen tricky. Der letzte? Jetzt ist ein bisschen tricky, aber habe ich schon. So. Jetzt kannst du eigentlich die Düsen schon ausziehen. Genau, jetzt kann man sie abziehen. Aber man sieht da schon den Dreck, der ist schon enorm. Ne? Drumherum, gell? Ja. Und die sind halt, wie gesagt, auch nur eingesteckt. Die werden nur mit dieser Klammer da fixiert, halt, dass sie nicht weg können. Wie viel Druck ist auf so einem Ding drauf? Der ist ja, du hast ja das Kraftstoffdruckregelventil. Ja. Der macht 3 Bar. Serie. Okay. Ja, schon, hört man schon an den. In der Dichtung, dass die schon nicht mehr so mega gut sind. Oh Gott. Boah, ich habe echt fest. Ne? Mal aufpassen, dass er nichts abbricht. Ja, wenn ich sehe, wird eigentlich nichts gehalten, außer durch die Gummi. Durch jetzt den Gummi. Den Gummi jetzt, ja. Aber der Gummi ist halt. Hört mal, der ist schon, der kämpft schon. Richtig, aber gell? Meistens hängt der Gummi noch drin, dann kommen nur die Düse raus. Aber jetzt haben wir echt das Problem, dass die noch so viel Kraft haben, die Dinger. Vielleicht ein bisschen Silikonspray reinspritzen? Ja, mach mal. Dann müsste es vielleicht besser rausgehen. Diese ganze Sauerei da mal sauber machen dann, ne? Das sieht man, hier ist so viel Schmutz dran. Jetzt riecht es wenigstens wieder gut. Krass. Bei denen muss man übrigens nicht jetzt die Reihenfolge beachten nachher, also das macht da nichts. Es gibt ja Systeme, da muss es halt wieder an die gleiche Stelle einbauen. Ja, klar. Das macht jetzt aber bei denen nichts. Also falls ihr den mal vertauschen solltet, ist jetzt auch nicht die Welt. Oh, echt fest, ne? Ich habe Angst, dass da was kaputt geht. Das ist ja. Das ist Gummi, ne? Ja, das ist krass. Oh, jetzt. Heftig, ne? Heftig. Nummer 1. Halt mal die Leiste fest, vielleicht kannst du ein bisschen mehr. Das Silikonspray scheint zu helfen. Ne? Ja.
Okay, den letzten versuche ich noch. Mach mal. Oh nee. Mach durch, du hast die Technik jetzt schon. Ich habe Angst, da was kaputt zu machen. Oh, jetzt flupp. Gut. Okay. Ich sage. Hier kommt jetzt ein bisschen Kraftstoff raus, aber nicht so schlimm. Das trocknet ja, das ist ja Benzin. Ich sage, die schmeißen wir gleich in den Ultraschallbad rein. Genau, aber vorher die Dichtung würde ich vorher abmachen, oder? Ja. Weil die haben wir eh neu, die hast du ja neu gekauft. Die habe ich neu gekauft. Aber das siehst du mal. Schau mal, wie schmutzig das alles ist. Ne? Aber du siehst doch mal, die ist dick und die ist dünn von der Hitze, gell? Ja. Und die, wo ich jetzt gekauft habe, die sind gleich dick. Okay. Okay, also wir nehmen uns die komplette Ansaugbrücke raus. Die nehmen wir uns nicht raus, das sind solche Plastikschalen. Einsätze, ja. Ja, aber die werden wir uns schön sauber machen, weil die sind ja soweit dicht. Hat man ja gesehen, da kam jetzt kein Rauch raus. Ja. Aber wir werden das alles schön sauber machen hier, damit es wieder ordentlich ist, weil, wie gesagt, das Zeug ist schon Wahnsinn, wie das ausschaut. So, nehmen wir jetzt die Dichtung raus. Das ist die Leiste da. Die muss raus. Da sind die ganzen Ventile, die Einsteuerung für die Ladedruck und für das Schubumluftventil. Aber ich bin froh, dass wir da keine Undichtigkeit haben, weil das wäre Katastrophe. Weil das gibt es nur als komplettes Teil mit Schläuche, Ventile. Und das kostet unheimlich viel Geld. Ich glaube, da bist du bei Audi bei 300, 500 Euro, falls es lieferbar ist. Der Lieferant ist Pürburg, da haben wir schon was. Aber ich weiß nicht, ob es das noch zu haben gibt. Dann haben wir hier noch Schläuche für die Kubikgehäuseentlüftung. Hier muss man vorsichtig sein. Vorsicht mit dem Ölbeilstaub, der geht auch gerne kaputt. So, wir haben jetzt hier die Dichtung, habe ich jetzt mal abgemacht alle. Jetzt kann ich das noch mal kurz zeigen. Die Dichtung Wahnsinn. Hier, das war die obere. Ne? Ja. Und das ist die andere, da seht ihr mal den Unterschied. Ja, kein Wunder, dass es durchbläst da. Wie dünn die jetzt schon ist, weil normal sind die ja gleich dick. Ne? Ja, durch die Hitze. Da sieht man jetzt richtig, wie der Unterschied ist, wie sich das halt aufgearbeitet hat. Ja. Das ist richtig, richtig schlank geworden, das Ding. Na gut, die haue ich jetzt hinten in die ins Ultraschallbad rein, die Düsen. Und in der Zwischenzeit, wo das reinigt, können wir hier weiter die Brücke zerlegen. Und dann haben wir hier zwei Schläuche. Ah, okay. Eins ist für das Kraftstoffdruckregelventil. Ah, jetzt habe ich es. Und einmal für die Steuerventile unter Druck. Wie sieht's aus? Ah, gleich. Wir haben noch eine Unterdruckleitung. Also die Teile sind jetzt im Ultraschallbad. Vielleicht hört man es im Hintergrund ein bisschen summen. Ja, wie gesagt, dadurch nimmt mal den ganzen Dreck mal raus aus den Spitzen. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ich meine, die Leute, die sich öfters unsere Videos anschauen, die kennen das ja zum Beispiel, das haben wir schon oft gemacht bei Injektoren, bei den Dieselmotoren. Da hat man den Unterschied auch schon mal gut gesehen. Wo hängt's? Ein Unterdruckschlauch, jetzt hat es ab. Okay. Abgerissen. So, jetzt können wir den ganzen Schrauben lösen. Oder einfach rausziehen. Leider nicht. Okay. Wir haben hier Imbusschrauben. So, nicht verlieren. Ich bereite mal ein Bad vor für die Brücke. Schaumbad? Ja, Schaumbad. Deluxe. Dass wir den ein bisschen sauber machen können. So. Natürlich ein bisschen ein Schaumbad machen für unsere Ansaugbrücke. Einfach ein bisschen Autoshampoo, nein. So, wäre schon mal vorbereitet. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin in den letzten Zügen, ich habe noch 4 Schrauben von 20 gefühlt. So. Jetzt alle ab. Jetzt sind alle ab. Jetzt muss man schauen. Bewegt sich. Locker wäre sie schon, ne? Ja. Mal gucken, dass sie auch abgeht. Oder hängt sie noch irgendwo? Nee, eigentlich nicht, ne? Nö. Also eigentlich fühlt sich's locker an. Ja. Hier auf der Seite auf jeden Fall. Ja. Bei dir noch? Probieren, ob du hochheben kannst bei dir. Hier kann ich sie hochheben auf der Seite.
Ne, also da ist locker. Unten mal schauen. Gibt's ah, ja. Hast du noch was? Ja, da ist dieser Heide da. Hier. Aha. Also hier ist noch eine Schraube drin. Stütze. Die muss noch ab und dann geht's ganz leicht runter. Da kannst du ja nicht rausgehen. Ja schon, mit Gewalt geht's schon, aber dann ist halt verbogen. Blöd wieder festzumachen. So wie sie rausgehen. So, warte mal, die Stecker. Ein Kabel, ne? Ja, die Stecker. Da. Moment bitte. Mal die Lampe weg. So. Gut, jetzt kann man das nochmal hier sehen, ne? Eieieiei. Hat das drauf. Aber hier ist halt am schlimmsten die Seite, ne? Hier der ganze Schmodder. Ja. Aber ich habe ja schon ein Bällebad vorbereitet. Aber bevor ich das jetzt mache, beziehungsweise ich kann mir das jetzt schon mal hier ein bisschen einsprühen. Dann kann das einwirken und dann werden wir aber erstmal die Drosselklappe abbauen. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier so einen Universal-Cleaner von Manol. Mal schauen, wie der so ist. Ne? Universal-Cleaner? So. Okay. Unten haben wir normales Shampoo drin. Jetzt haben wir noch Felgenreiniger, wir haben alles da. Also ich sage, wir machen jetzt mal die Drosselklappe ab, damit da nichts kaputt geht, ne? Weil der Elektrik ist da. Und die Dichtung ist auch kaputt. Ach stimmt, das ist ja die, wo undicht waren. Ja. Muss man austauschen, ne? Muss eh ab. Cool. Aber wie gesagt, am besten immer so, wenn ihr solche Waschsachen startet, elektrische Teile immer abbauen, weil die sind leider sehr anfällig. Ist einmal die elektrische Drosselklappe kaputt. Auf eine neue. Brauchst du einen neuen und du fährst nicht mehr. Und das Problem ist, selbst wenn sie jetzt nicht auf Anhieb kaputt geht, fängt halt dann das Rosten an, ne? Und dann wird sie halt fest und dann brauchst du auch eine neue. Die ist auch Dichtung, die Dichtung ist auch bestimmt kaputt. Mit der Zeit und der Hitze und Kälte, alles. Schauen wir mal die alte Dichtung an. Da ist die Dichtung. Ja. Sieht eigentlich an sich noch gar nicht so wild aus. Nee. Aber, hat man ja gesehen, ist hier die dunklen Stellen, da wo es dunkel ist, da ist es halt rausgekommen. Ne? Ja. Willst du den hier vielleicht auch noch abbauen? Das ist der Ansaugluft-Temperatursensor. Aber ich würde da vielleicht ein bisschen Bremsen reinigen, oder? Nee, ja. Okay, ein bisschen sauber machen. Ja. Machen wir gleich, wenn er ausgebaut ist. Da ist ja auch eine Dichtung drin. Na, sieht man schon, der ist schon gut ölig, ne? Einfach mit der, das weiß. Ja. Da ist nichts anderes wie ein Widerstand, da geht ein konstanter Strom drauf, 5 Volt meistens. Und je nachdem, wie viel Widerstand ist, wird halt die Temperatur gemessen. So, also, jetzt schauen wir mal. Gehen wir nochmal rüber. Ein bisschen Pinsel vorbereitet. Sauber machen das ganze Zeug hier, einwirken lassen. Aber ich glaube, das geht schon gut runter, das Zeug. So. Nur ein bisschen eine kleine Bürste her. Ja. Gut, ich werde das jetzt sauber machen, dann zeige ich euch das Vorher-Nachher-Ergebnis. Saubere Einlassventile. Wahnsinn, ey. Wenn du kein AGR hast, schaut es nach 300.000 Kilometern immer noch so aus, gell? Sowas ist geil. Kein AGR. Liebe ich. Richtig. Wie neu. Was sagst du? Wie neu. Hast du die neue Dichtung schon aufgelegt? Ne? Nein, noch nicht. Die mache ich jetzt raus. Okay. So, bauen wir schnell die Dichtung hier aus. An der hat es nicht gelegen. Aber wenn wir schon dabei sind, machen wir die neu. Machen wir schnell die Sichtflächen sauber. Das ist auch so Verbunddichtung in Metall. Und was das Äußere ist, keine Ahnung. Nehmen wir uns die neue Dichtung her. Nicht knicken, ist ganz wichtig. Dann schauen wir uns mal an, die kommt so rein. So, wie man sieht. Passt hier hervorragend drauf. Warte mal, bis der Patrick fertig ist mit sauber machen. Patrick, wie weit bist du? Der ist fleißig. So, also ich habe jetzt hier mal ein bisschen Ordnung gemacht an der Ansaugbrücke, weil die sah sehr, sehr schlecht aus, was den
Allgemeinzustand angeht. Ja, ja. Aber wenn man mal schaut, natürlich kriegt man nicht alles weg. Ja, die Oxidation. Aber im Gegensatz zu vorher schaut es schon. Der Schmodder ist alles weg. Wesentlich besser aus. Ne? Alles sauber gemacht. Und ich glaube, so kann man es auch wieder einbauen. Die glänzt wenigstens wieder schön. Ich bin noch ein bisschen mit der Strahlbürste drüber. Ja. Aber im Vergleich zu vorher auf jeden Fall deutlich besser. Jetzt kann ich auch mal kurz zeigen, wie das ausschaut, wenn man hier ein bisschen die Stahlbürste benutzt. Wenn man jetzt einfach ein bisschen drüber geht, wird alles wieder schön sauber. Und jetzt vergisst es. Es wird eigentlich alles wieder schön sauber hier. Ne? Der ganze Schmodder geht ab. Wunderbar. Und schaut aus. Wie neu das Gerät. Kann man so wieder verbauen. Wunderbar. Bauen wir jetzt die alte Dichtung aus von der Drosselklappe. Dichtfläche passt. Und die ist jetzt ein bisschen anders. Kann man sagen, so schaumstoffartig. Aber. Aber trotzdem, ich glaube, schaut auch gut aus, ne? Freilich. So Dreck drauf oder so. Guck mal die Ventile an. So, dann bauen wir die Drosselklappe mal richtig ein. Warte, ich halte mal die Ansaugbrücke fest, dann kannst du schrauben. Jawohl, danke schön. Drosselklappe war so. Warte mal, wo sind wir? So sind wir. Genau. Ja, mal aufpassen beim Festschrauben, ne? Das Aluminium. Wenn ihr merkt, die Schraube geht nicht so schön rein, nochmal ansetzen. Weil vor allem Dichtflächen bei Audi, die werden mit 8 bis 10 Newtonmeter angezogen. Ja, ich meine nur das, weil wenn man die nämlich jetzt falsch reinschraubt, dann machst du das Gewinde kaputt. Ja. Und im Aluminium geht halt sowas sehr schnell. Ja. Deshalb immer nach und nach langsam festziehen und dann halt am Ende. Außer du hast ja, 10 Newton Gewindeeinsätze oder so. Ja. Reparatursatz. Oder gehst du mit dem Schlagschrauber drauf mit 220 Newton, das geht auch. Ach, locker. Kannst auch machen. Ja. Kann man mal. Muss man aber nicht. Genau. Schau mal, jetzt hast du mit deinen dreckigen Fingern alles wieder schmutzig. Gerade das drauf. Echt? Mir so viel Mühe gegeben. Das tut mir echt leid. Egal, Hauptsache sauber. So, jetzt den da, Kollegen. Hast du auch sauber gemacht? Den habe ich nicht sauber gemacht, aber mach jetzt. Mach das mal. Dann wieder rein. Ich muss sagen, das Zeug hat echt gut gewirkt, schaut echt super aus. Was hast du benutzt jetzt? Ja, ich habe einmal den Universal Cleaner benutzt. Von Manuel, ja. Zum Abputzen, von damit die ganzen Ölreste weg sind. Und dann bin ich mit der Stahlbürste ein bisschen drüber. Und schon haben wir hier wieder ein sauberes Ergebnis. Ja, also, ja. Sieht geil aus. Kann man so nehmen. So, jetzt hast du neue Dichtung schon angesetzt. Neue Dichtung ist drin. Okay, dann unten habe ich natürlich Dichtfläche ist auch sauber, habe ich auch sauber gemacht. Ne? Ich auch. Richtig. So. Jetzt gehen wir da rein. Jetzt sind wir links und rechts in diese zwei. Wie sagt man? Ja, Schrauben halt. Rückschrauben. Genau, dass man auch weiß, wo man hin muss. So, warte. Einmal hier. Und einmal da drüben. So, siehst du, schon bin ich. Dann mache ich gleich richtig. Den Stecker rein. Aha. Ich liebe es ja, wenn Sachen wieder sauber sind. Ne? Dann schaut das wieder alles ordentlich aus. Klar. Nicht so versifft. So, dann machen wir mal die Muttern drauf, die wir drauf können. Achso, habt ihr schon nach den Dingen geschaut, nach den Einspritzdüsen? Ne, die machen wir jetzt alle zusammen. Jetzt. Okay, gerne. Schauen wir uns gleich an. Ja. So, während der Georg jetzt hier drüben schon mal zusammenbaut, haben wir euch ja noch beim letzten TT-Video gesagt, dass wir neue Scheinwerfer verbauen wollen. Das werden wir jetzt heute im Video noch mal kurz zeigen. Also wir werden jetzt nicht komplett den Einbau und Ausbau zeigen, aber ich wollte euch auch mal kurz zeigen, was wir besorgt haben, beziehungsweise der Georg. Die Scheinwerfer, die gibt es also gibt's schon als Nachbau, aber sind nicht so toll. Also wir sind eigentlich Fan von Originalscheinwerfern, einfach wegen der Lichtausbeute zum einen. Ne, ist ja klar, weil bei diesen Nachbauscheinwerfern hat man meistens oft das Problem, dass sie nicht so schön sind. Und dann hat man bei den Nachbauscheinwerfern auch das Problem, da sind meistens LEDs verbaut, die sehr minderwertig sind und schnell kaputt gehen. Deshalb haben wir uns entschieden dafür, dass wir hier nagelneue Originalscheinwerfer nehmen. Und die schauen natürlich mega gut aus. Und warum sind die original? Wie kann man das zeigen? Steht hier oben drauf. Audi Bosch. Ne, alles Originalteile. Und die werden wir nachher einbauen. Alter, sieht das geil aus. Kann man noch mal zeigen, wie die alten ausschauen, ne? Gehen wir mal kurz rüber. Wahnsinn. Einfach mal neben dran halten, damit man mal sieht, den Unterschied. Die sind fast zu schade zum Einbauen, gell? Guck mal, wie das ausschaut, ne? Ist schon krass.
Das ist das alte einfach schon so runtergerockt. Haltet euch das mal vor Augen, wie das jetzt ausschaut, und dann zeigen wir euch nachher noch, wie die neuen ausschauen. Ich schraube jetzt mal die Ansaugbrücke am Zylinderkopf fest. Der Patrick, wenn er Lust hat, kann er sich darum kümmern, die Einspitzdüsen wieder zusammenzubauen. Ja, ich hole mir jetzt ein paar Handschuhe, damit die sauber bleiben. Ja. Und dann werde ich die Dichtungen neu machen bei den Einspitzdüsen. Gut, schauen wir uns das Werk mal hier an. Oha. Also das Wasser vorher war wirklich, da konnte man durchschauen. Schaut euch mal das Wasser jetzt an. Da ist schon ordentlich Dreck drin. Macht den mal aus. Also hat schon gut gereinigt. Wir nehmen uns das mal mit. Boah, das Wasser ist echt richtig schmutzig geworden. Das war vorher echt noch durchsichtig. Und jetzt zeige ich euch mal die Düsen. Schaut euch mal vorne die Düsen an. Die sind wie neu. Da ist kein bisschen Dreck dran. Richtig gut. Oben das Plastik ist jetzt ein bisschen schmutzig. Das werde ich mir zum Bremsreiniger noch abputzen. Aber die Düsen, ey, die sind ja wie neu geworden. Ne? Wenn man mal schaut. Richtig, richtig gut. So, ich habe jetzt hier die Düsen. Ne? Ich gehe jetzt her mit den Handschuhen, halte mir oben und unten die Öffnung zu, damit da jetzt kein Dreck reinkommt. Und werde mir die jetzt hier noch ein bisschen sauber machen, weil da noch Dreckreste dran ist. Auf jeden Fall schauen, dass ihr keine Stahlbürsten oder so nehmt. Einfach so einen feinen Pinsel, ja, um das ein bisschen sauber zu machen. Damit der Dreck da runter geht. Und wie ihr jetzt schon seht, richtig schön sauber die Dinger. So, das werde ich jetzt mit den anderen drei auch machen und dann ziehen wir uns hier die neuen Dichtungen drauf. So, die Einspritzdüsen sind jetzt schön sauber. Ne? Ich habe hier den ganzen Dreck runtergeputzt. Jetzt möchten wir hier die neuen Dichtgummis aufbringen. Und wie man jetzt hier sieht, die sind alle gleich. Also sprich, sind alle gleich dick. Ne? So wie es eigentlich sein soll. Vorhin haben wir ja gesehen, dass die unteren schon sehr flach und platt gedrückt waren. Und damit die schöner drauf gehen, nehme ich hier natürlich unser Silikonspray her. Ein bisschen vorher einsilikonieren, damit die schön drauf rutschen. So, einmal hinten, drüber, ja. Und Silikon ist auch wichtig beim Einbau, weil jetzt natürlich alles, dadurch, dass wir sauber gemacht haben, alles sehr trocken ist und damit die neue Dichtung nicht beschädigt wird oder schief dann drauf sitzt und dann wieder undicht ist, machen wir uns hier immer gerne ein bisschen Silikon drauf. Hier machen wir auch ein bisschen drauf, damit die schön drüber rutschen. So, da muss ich ein bisschen im Schraubenzieher nachhelfen, weil die sind schon sehr straff, die Dinger. Boah. Sie gehen drüber, aber straff. Aber muss ja auch dicht sein, das Ganze, ne? So, und so sieht dann ein fertiger Injektor wieder aus. Geht am besten drüber, mit Silikon. Dass alles ein bisschen hier, das Plastik wieder ein bisschen Leben kriegt. Gut. Das mache ich jetzt mit den anderen drei auch und dann bauen wir die wieder ein. So, also hier ist alles sauber. Jawohl. Die Einspritzdüse haben wir auch. Wo fangen wir an? Oben oder unten? Ich würde sagen, wir fangen oben an, weil wir die Klammern wieder brauchen. Und dann setzen wir die ein. Müssen wir mal gucken, wie rum müssen die? So rum oder so rum? Nein, Stecker nach oben. So rum, ne? Genau, ja. Okay, ich fange einfach mal hier an. Ja. Dadurch, dass der Silikon drauf ist, gehen die halt butterweich rein. Ne? Und halt auch sauber alles. Ja. Also deutlich leichter wie raus. So soll es ja auch sein, wenn es sauber ist. Ja. So, jetzt haben wir die Klammern wieder. Die müssen jetzt wieder von unten nach oben rein. Muss ich nur gerade gucken. Müssen die von unten? Ja, ich habe sie nach unten rausgebaut. Ja. Also müssen sie auch wieder nach unten wieder reingebaut werden. So, einfach hier unten auf die Schiene drauf. Das ist so eine Art Führung. Raus geht leichter wie rein. Aber geht schon. So, die erste ist fest. Lass sie nicht reinfallen. Haben wir ein Problem. So, jetzt hat die Schiene rein. Ups. So, machst du nochmal die eine noch, du. So, zwei, drei, die hast du auch schon. Ja. Jetzt haben wir die letzte noch. Die kannst du machen. Und dadurch, dass die jetzt drin ist, seht ihr, ist die begrenzt. Also man kann es nicht wirklich viel drehen. Ne, die wird an der Klammer sozusagen begrenzt, das Ganze. Also kann man es eigentlich nicht falsch einbauen. Wenn ihr jetzt anders da einbauen würdet oder nach links oder nach rechts, dann würdet ihr die Klammer gar nicht drauf kriegen. Da müsst ihr da mal ein bisschen aufpassen. So, fest.
fest, alle fest. Dann machen wir gleich die Stecker. Genau, machen wir die auch gleich drauf. So, jetzt müsste die eigentlich richtig schön draufrutschen, weil Silikon habe ich überall drauf gemacht. Aber auch schwierig, denke ich mal, weil halt, sag's halt, die Dichtung jetzt dicker ist. Okay? Stimmt, ja. Aber trotzdem müsste das gut drauf gehen. Bin ich richtig drin? Ja. Jo, schon drin. Jetzt noch die Schrauben. Genau, die Schrauben, die drücken ja sozusagen auch nochmal rein. Aber ist halt schon auf Anschlag, ne? Ja. Was sagst? Wird es dann besser sein? Mit Sicherheit, oder? Auf jeden Fall. Ich fange schon mal an, hier, während du das schraubst, die Schläuche drauf zu ziehen. Moment. Stört dich ja nicht. So, ich schraube jetzt das Rail an die Ansaugbrücke. Dabei werden gleichzeitig die Einspritzdüsen in die Ansaugbrücke auch reingedrückt. Während du das machst, mache ich hier die Saugrohr wieder fest und die Einspritzung. Okay. Okay. Damit das auch fertig wird. Was ich jetzt noch gesehen habe, weil hier auf dem Rail drauf sind ja auch nochmal diese Pfeile, gell? Genau, da kann man es auch nochmal, falls man nicht mal weiß, wo was hingehört, ne? Aber wenn du so kurzsichtig bist kleine, wie ich, sehe ich es nicht. Pfeile. Aber wir wissen ja, unten ist weiß, das ist Zulauf. Und oben ist dann blau. Sehr schön. So, Stecker haben wir alle dran, Rohr haben wir alle dran. Stecker auf Drosselklappe fehlt. Drosselklappe. Müssen wir noch drauf machen. Jawohl, die Schläuche. Klick. So, also Drosselklappe ist dran. Ansaugung ist dran. Kraftstoffzufuhr, Abfuhr ist auch dran. Unterdruck ist dran. Es ist alles so, wie es sein soll. Genau. Und die hast du noch nicht dran. Doch, habe ich. Die Schraube habe ich rein. Okay. Die Schraube habe ich rein. Also haben wir eigentlich alles, ne? Haben wir eigentlich alles. Das. Hier, Kabelbinder war doch wegen diesem einen Schlag, oder? Können wir neu machen, ne? Müssen wir eigentlich machen, weil sonst ist er zu locker. Ich glaube, da ist normalerweise ein Halter, so Plastikhalter, aber der ist abgebrochen. Oh, ich hole mal gerade einen Kabelbinder und mach das neu. Das ist ein professioneller Kabelbinder-Arrangement. Ja. In Japan machen sie damit ganze Autos fest. Ich brauche den Seitenschneider bitte, damit es nicht hier so rumschlabbert. So, dann ist das wieder fest. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die Scheinwerfer noch drauf. Machen wir Scheinwerfer drauf. Seht ihr gleich und dann machen wir eine Probefahrt und dann kannst du da beurteilen, ob es wieder Schmackes hat, das Teil. An sich, Arbeit war jetzt nicht so anstrengend, ne? Also, geht. Klar, so ein paar kleine Ecken, aber halt. Aber ich sag ja, das Rauchgerät ist schon geil. Gut, wir machen die Scheinwerfer, ihr seht gleich das Ergebnis. So, Probefahrt haben wir gemacht. Was sagst du? Leistung ist wieder da, oder? Leistung ist wieder da. Ja, wie gesagt, Dichtung war halt undicht. Ist klar, wenn du Falschluft ziehst, dann fehlt halt die Leistung. Oder Ladedruck. Scheinwerfer schauen auch wieder geil aus. Gefällt mir gut. Also, ne? Also Scheinwerfer schauen auch wieder gut aus. Ne? Also deutlich besser. Vor allem bin ich gespannt, was du sagst, wenn du mal wieder nachts fährst. Weil jetzt ist ja klar, dadurch, dass die Alten trüb waren, siehst du ja nichts. Ne? Das ist ja furchtbar. Nee, dann würde ich sagen, war eine erfolgreiche Reparatur. Wieder? Mal wieder was anderes. Neues Gerät ausprobiert. Wenn ihr sowas selber mal machen wollt oder so, ja, gibt es ja im Internet zu finden. Wie gesagt, wie heißt so ein Gerät? Also Rauch-Smoke-Detektor. Sowas, ja, Rauch finden. Also Rauchmaschine. Könnt ihr auch Zuckerwatte reinmachen. Ich wollte es eigentlich schon immer kaufen, denke mal. Ja, wenn man zu vielleicht öfters mal was haben muss. Manchmal siehst du das, aber direkt da ist manchmal Öl um den Schlauch rum. Theoretisch gesehen kann man es ja sogar so machen, andersrum.
was ich vorhin schon gesagt habe, wenn jetzt zum Beispiel Falschluft durch einen Schlauch angezogen wird oder so, dann zieht ja die Luft auch dahin, also sprich, wenn man den Rauch nur in den Motorraum reinhält, sieht man sogar, wo die Luft anzieht. Zum Beispiel wichtig, wenn man eine Ansaugung hat, wo halt die Leistung durch Ansaugung kommt, also, dass man halt sieht, wo es Leck hat. Ne? Zum Beispiel, was oft bei VW ist, ja oft am Ladeluftkühler, dass die Dichtung undicht wird zum Beispiel, die grünen da, ne? Die gehen gern kaputt und sowas kann man halt alles damit checken. Aber wie du sagst, bei einem Sauger ohne Turbo, genau, da suchst du dich dumm und dämlich. Also da ist es schon besser, wenn du sowas hast. Ja. Nee, gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mal schauen, was dann kommt. Und ja, lasst ein Abo da. Ein Like. Und ein bisschen kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Kolbenfresser TV, wir leben den Rausch von PS und Drehmoment, sind wir ganz berauscht mit Öl und Benzin in unseren Venen. Fahren wir durch die Straßen, das liegt in unseren Genen.